In der letzten Folge von Psychonauts. Du hast ja nicht einmal eine Scharfschützen-Lernerlaubnis. Das kostet mich meinen Job. Ich beschaffe eine. Selbst wenn du den Geheimgang da benutzen würdest, um in sein Versteck zu gelangen, würde dir Agent Crawler niemals eine Scharfschützen-Lernerlaubnis ausstellen. Agent Crawler? Nicht mal in einer Million? Bin schon weg. Ich rede nur mal schnell mit Agent Crawler. Hey, Schusch, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Psychonauts. Ich bin Chasodino 5 und wir müssen mal wieder mit Dr. Crawler reden. Da hätte ich mir jetzt natürlich beim letzten Mal einiges sparen können, nämlich einigen Umweg. Aber wir brauchen jetzt eine, was war das? Psychonauten-Scharfschützen-Lizenz. Also auf jeden Fall kommt das Wort Scharfschütze drin vor und ich werde auf jeden Fall keine Schafe erschießen, so viel ist man sicher. Und, gab mir mal eine Pause. Wir haben immer noch den ersten Teil und das ist jetzt schon die 7. Folge, die ich aufnehme. Ich kann nicht genug von diesem Spiel bekommen. Es ist wie eine Droge. Es macht einfach Spaß. Ach, da ist er. Agent Crawler? Na, was macht die Ausbildung? Ich bin wieder einsatzbereit. Okay, mal sehen, ob ich mich erinnern kann, wo du gewesen bist. Hm? Was habe ich getan? Ich wollte es nicht. Ich werde es nie wieder tun. Versprochen. Erste Minute um und gerade schon fuck up. Ich hätte mir vielleicht mal die anderen Lösungen vorher durchlesen sollen. Hä? Ich dachte, ich soll nicht Tüten tun. Hä? Ich dachte, ich soll nicht tun, das. Okay. Meine. Kann der eh nicht lang, wunderbar. Nein. Okay, ich kann da eh nicht gegen kämpfen, aber wieso. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte, ich soll das jetzt tun. Ich muss ja jetzt ja wieder raus, also. Hä? Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Wo will das Spiel jetzt, dass ich lang gehe? Irgendwo hin. Irgendwo ins Nirgendwo. Ich merke schon. Das Spiel will was von mir. Und ich weiß nicht genau was. Bah. Gehirnmixer-Experiment, wie komme ich jetzt hier, wie komme ich hier wieder raus? Da. Da. So. Und jetzt nochmal. Wump. Wo? Da. Fahren wir zu. Ja. Ja. Ich mag ja die Stimme. Ich mag die Stimme ja total. Eben auch gerade bei Twitter gepostet, ich habe Speck in meinem Ohr. Das Hirn braucht Sauerstoff. Bedauerlicherweise. Im Grunde total unnötig, aber manchmal brauchst du das leider. So's. Diesmal. Sascha, lernen besser zu kämpfen. Sascha sagt, ich müsse lernen, besser zu kämpfen. Du sollst fortgeschrittene Kampftechnik lernen? Am ersten Tag? Ja, ich hatte eine Vision von einem riesigen Monster mit gelben Augen und einem großen Maul voller Reißzähne. Hat es vielleicht irgendwas nach dir gespuckt? Ja, ich denke, es war ein alter Taucherhelm. Es hat Nautilus gefressen. Ach so, Ja, dann solltest du wohl gewappnet sein. Warum? Was geht hier vor? Nichts weiter. Im Geiste steht's bereit. Das ist das Motto der Psychonauten. Hier, das ist eine Scharfschützen-Lernerlaubnis.
Sie funktioniert nur, wenn du in Saschas Verstand bist. Sobald du das Training geschafft hast, erhältst du das echte Abzeichen und kannst deinen Psi-Schlag überall einsetzen. Danke. Psi-Schlag? Lass dich überraschen. Und jetzt ab, sonst wird das Lager noch von glotzäugigen, müllspuckenden Monstern überrannt. Jawohl, Sir. Ja. Ich sollte gehen. Viel Glück. Ja, das wusste ich doch gerade selber schon. Also, wieso selber ich das weiß? Also. Wohin? Möchte noch... Zu Agent 9's Labor, bitte. Mit Vergnügen. Ich finde dieses Teleport-System ja quasi echt total geil. Und diese Lern-Scharfschützen-Erlaubnis auch. Obwohl es irgendwie, wie ich das Gefühl habe, nichts mit dem wirklichen Scharfschützen an sich zu tun hat. Aber who cares? Wen interessiert schon, nicht? Oh, Whoopi-Doo. Ich will so lernen wie du. Okay, ich hab sie. Sehen Sie? Ausgezeichnet. Gut, das soll mir reichen. Bist du wirklich bereit dafür? Das könnte verdammt gefährlich werden. Das hat man mir vor meiner Ausbildung auch gesagt. Jawohl. Werden Sie mich in Ihren Verstand ziehen, so wie es der Coach gemacht hat? Ich will ja keinen beleidigen, aber dann kriegst du mal einen ordentlichen Verstand zu sehen. Boah! Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie es bei dem aussieht. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie es in seinem Hirn aussieht. Das interessiert mich jetzt. Ich wollte ja schon immer mal wissen, wie es in so einem Kopf aussieht. Ach du Heiliger. Willkommen in meinem Hirn. Oh, sieht so leer aus. Ich meine... Hier gibt's mehr, als du denkst. Doch ich habe gelernt, meine Gedanken zu kontrollieren. Und genau das werde ich dir auch beibringen. Kontrolle, Gefühle, Ängste, deine Wut. Du musst lernen, sie zu kontrollieren, zu fokussieren, konzentrieren und zu entfesseln. Als Therapie? Nein, als Kampfkraft. Sagen wir einmal etwas ganz Schreckliches, springt dich an. Es ist so widerwärtig, dass es einfach sterben muss. Der Psychobär. Ah, oh, eklig. Ich kann nicht direkt hinsehen. Doch ich kontrolliere diese Gefühle. Fokussiere sie. Konzentriere sie. Und... Und die Welt ist ein besserer Ort. Oh Mann. Gut gemacht, Raz. Gut gemacht, Raz. Schieß. Ich kann schießen. Ein Sieg des guten Geschmacks. Jetzt geht es um Präzision und exaktes Ziel. Sagen wir, mehrere Gegner greifen dich gleichzeitig an. Aber du musst sie alle der Reihe nach vernichten. Erledige die Monster in der vorgegebenen Reihenfolge. Dann geht es zur nächsten Lektion. Und wie kann ich fokussieren? Guter Schuss, Raz. Aber du machst es dir schwerer als nötig. Lerne mit deinem geistigen Fokus, Ziele zu erfassen. Dann fällt dir Anvisieren und Ausweichen viel leichter. Versuch's noch einmal und erfasse ein Ziel mit dem geistigen Fokus. Was ist dein geistiger Fokus? Ah! Gut, nochmal, gut, nochmal. Ah, nun. L1. No. Hast du das in deiner Vision gesehen? Ja, es schien mir in meinem Kopf viel größer zu sein. Klar, Probleme sind in unserem Kopf oft größer als in Wirklichkeit. Das war eine wichtige Lektion. Aber... Dies ist ein Sensor. Ein wichtiger Teil des Verstandes gesunder Menschen. Sensoren durchstreifen deine Psyche nach Gedanken, die dort nicht hingehören. Halluzinationen, Manien, Wachträume. Die Sensoren jagen sie und streichen sie weg. Warum sind die hinter mir her? Ich bin keine Manie.
Aber du bist ein Fremdkörper in meinem Verstand. Technisch gesehen gehörst du hier nicht hin. Aber ich wurde in meinem eigenen Kopf angegriffen. Gut möglich, dass der Gehirnmixer schlecht funktioniert. Oder dass du wahnsinnig bist. Wir testen das später. Fürs Erste? Na, schießen. Mach schießen? Ja, mei. Runtergeballert. Na, recht so. Ich habe ihn getötet. Er war nur ein Gedanke, den ich hatte. Er ist nicht tot. Er hat seine Grundform angenommen. Rohe psychische Energie. Absorbiere ihn. Ist gut für deine geistige Gesundheit. Ist gesund. Help. Help. What? Wenn du diese Energie absorbierst, steigert sich deine mentale Gesundheit. Aber bei einem Psi-Schlag verbrauchst du deinen Zerstörungswillen. Halte also Ausschau nach diesen kleinen geballten Klumpen roher psychischer Aggression. Absorbiere sie, um immer über genügend Feuerkraft zu verfügen. Ich lasse die Maschine jetzt an, damit du üben kannst. Du musst 1000 Sensoren vernichten, um dein Scharfschützenabzeichen zu bekommen. Komm jeden Tag her und übe fleißig, dann schaffst du das locker in knapp 3 Wochen. 3 Wochen? Ich habe nur ein paar Tage, um alle Abzeichen zu machen und ein Psychonaut zu werden. Bedächtig und zuverlässig macht das Rennen, junger Freund. Und jetzt übe. Bedächtig und vorsichtig. Oh Mann. Wow. Bam! Okay. Es dauert ja nicht ewig. Echt eigentlich. Ich kann auch hier seitlich runter, offenbar. Das dauert ja ewig. Lässt sich das denn nicht beschleunigen? Sie kommen jetzt schneller raus, aber immer noch nicht schnell genug. Okay, das funktioniert super. Das funktioniert echt super mit dem Ausweichen. Nächster Gang. Immer noch nicht schnell genug. Ansichtssache, Minion. Ansichtssache. Geben aber gut hier Dings. Wieso muss denn immer direkt einer hinter mir sein? Immer noch nicht schnell genug. Alter, das Schießen ist geil. Klick, klick. Immer noch nicht schnell genug. Willst du mich verarschen, Junge? Da sind jetzt mittlerweile so einige. Von mir flitzt auch mittlerweile eine Menge rum. Immer noch nicht schnell genug. Kleiner Süchtiger. Boah, da sind so viele Dinger. Brauchst sie alle. Boah. So, jetzt aber. Ein Bett. Oh yeah, komm zu Papa. Raz, was machst du da? Das ist keine Kontrolle, das ist Chaos. Ich muss das beheben. Du bleibst hier und dezimierst sie so gut es geht. Ich glaube, ich habe in seinem Kopf ganz schön Chaos. Alter, ich habe seinen gesamten Verstand kaputt gemacht. Warum, wieso ist sein Verstand ein Würfel? Alter! Wie ist denn so einen Griff zu bekommen? Okay, ich habe seinen gesamten Verstand. Rasputin, siehst du diese Ventile? Da kommen die Sensoren raus. Schließe die Ventile mit einem Psi-Schlag und bring den Bereich unter Kontrolle.
Mit Vergnügen. Die sind auch überall Dinger. Komm mal her. Mal was über Sascha. Saschas erste Niederlage. Okay, als er offenbar noch ein Baby war. Huh? Oh. Oh. Alter. Das... Alter, das sind echt geile Illustrationen. Ohne Scheiß. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Wow. Das ist hart. Das aber erklärt, warum er sich so versucht, unter Kontrolle zu halten. Komm mit, du Assi. Wow, wow. Aus dem Weg, ihr Assis. Blub, blub, blub. So, oh, Alter. Das ist... Ohne Witz. Das Spiel hinterlässt mich gerade auch so ein... Assal-Projekt wieder hergestellt. Deine Projektile in diesem Verstand sind nicht... boah, scusi. Okay, auf jeden Fall müssen wir hier irgendwie wieder dicht machen. Klack. Schon mal ein Problem weniger. Wow. Vor allem hier ist garantiert so viel versteckt irgendwie. Okay, hier sind noch Bilder. Alter, die sind ganz schön viel wert. Die sind echt verdammt viel wert. Okay, die Range von dem Zielschlag lässt sich... Die lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Vor allem, ich glaube, ich sollte mir echt diesen Magneten holen. Ich glaube, dann kommen die Dinger zu mir. Wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe. Komm mal her, hier. Mann, ich habe echt... sein gesamtes Hirn in Chaos verwandelt. Und ehrlich gesagt, ich möchte diese Folge auch nicht so, von jetzt auf gleich hier einfach so lassen. Ich glaube, ich mache hier da echt mal so eine extra Large-Folge draus. Einfach, weil ich es mal kann. Was? Gut, du hast sie alle erwischt. Rob. Rob. Mach du Heiliger. Es geht ja hier noch weiter. Der Typ ist ein voller Rubiks Würfel, voller Überraschung. Oh nein, du schließt das eine Leck und ein anderes öffnet sich. Also gut, um die müssen wir uns auch noch kümmern. Wisst ihr was, ich glaube, ich überziehe heute mal um so ein paar Minütchen. So irgendwie 10 Minuten oder so. Ich habe gerade jetzt noch keinen Bock, wirklich aufzuhören. Da spricht auch wahrscheinlich der innere Suchti schon wieder aus mir. Ah, ich kann auch aus der Luft schießen, okay? Hoch. Hier sind die Bilder wieder sehr schwer zu erkennen, finde ich. Oh, da ist die Tasche. Eine Handtasche. Eine traurige Handtasche. Ich habe eh keine Ahnung, was das... Au! Echt, die Range von zum Anvisieren, die lässt echt zum Wünschen übrig.
So. Das hast du nur davon. Da oben ist schon wieder was. Die Frage ist... Nee. Das hätte ich eigentlich denken können, dass ich da nicht hinkomme. Ich bräuchte mal Munition. Ich bräuchte Aggression. So heißt es ja. Batz! Ach, ey. Ich habe auch keine Ruhe hier, wa? Wie gesagt, ich möchte die Aufnahme eigentlich... Die Aufnahme möchte ich eigentlich ungern jetzt einfach so beenden, zumal wir irgendwie hier ja mittendrin sind. Möchte ich jetzt eigentlich ungern einfach so beenden. Deswegen, au! Ja, Assis, hört auf, mich mit irgendwas zu beschmeißen. Stufe 17, wow. Nippel ab! Okay, wieder ein bisschen Ammo dazu bekommen. Was sollte. Was habe ich denn jetzt gemacht? Wie, beziehungsweise warum habe ich das gemacht? Nein! Mensch! Leben, Leben, Energie, Ammo, Trugbild. Batz! Autsch! Überall Trugbilder. Und schon Level 18. Wow. Kommt alles zu mir. Bam. Hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Ach, der da. Das sind auch Spinnweben. Wow. Autsch. Voll aus der Luft gesniped hat der mich. Caramba! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ihr lasst mich schön in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Brennender Freak. Au! Und wieso habe ich wieder 5 Leben? Das wollte ich eigentlich noch gar nicht. Aber okay. Schwupp, alles weg. Komm, das muss doch mal langsam gewesen sein. Oder auch nicht. Ach, herrje. Das sieht nicht gesund aus. Tja, Spiel, jetzt hast du es geschafft. Ich cutte jetzt einmal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Psychonauts. Bis zum nächsten Mal. Tja, Leute.